Hallo, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen den SV Sandhausen. Endstand 0:0. Ich begrüße den Gästetrainer Sreto Ristić und den Cheftrainer von der Spielvereinigung Unterhaching, Marc Unterberger. Bei uns gehört es zur Tradition, dass der Gästetrainer das erste Wort hat. Herr Ristić, Ihre Einschätzung zum Spiel? Ja, hallo erstmal. Ich denke, das war ein sehr intensives Spiel am Ende einer englischen Woche. Wir wussten im Vorfeld, habe ich glaube ich so in der BK schon gesagt, dass hier auf uns schon eine sehr robuste, sehr bereite, zweikampfstarke Mannschaft uns empfangen wird und dass es nicht einfach wird. Das war auch so. Wir haben versucht, glaube ich, schon unser Spiel zu spielen und irgendwann müssen wir das einfach annehmen. Und das ist ein Riesenkompliment an meine Mannschaft erstmal, dass wir das dann auch angenommen haben, dass wir wirklich in jedem Ball gefightet haben. Was ich noch sagen möchte, dass es keineswegs unfaires Spiel war. Es gab einige gelbe Karten und es ging schon zur Sache auf beiden Seiten, aber ich glaube, dass es durchaus ein faires Spiel war und keine größeren Probleme. Ich möchte das Spiel jetzt nicht durchkauen. Ich kann nur sagen, dass wir mit diesem Punkt leben können und müssen. Ich glaube, dass es ein gerechtes Unentschieden war. Es hätte auf beiden Seiten ein Tor fallen können und es waren sehr, sehr viele. Vielleicht nicht für den Zuschauer Chancen, aber der letzte Pass kam nicht an oder eben den Fuß dazwischen. Auf beiden Seiten ähnlich. Von daher kann ich sagen, wir nehmen diesen Punkt mit und Hachingen wünsche ich alles Gute. Marc, deine Einschätzung zum Spiel? Ja, erstmal vielen Dank, Sreto. Ich kann die Einschätzung zum Spiel komplett teilen. Ich glaube, trotzdem, wenn das Spiel einen Sieger verdient gehabt hätte, dass es wahrscheinlich dann eher auf unsere Seite hätte fallen dürfen. Wir haben erste Halbzeit, genauso wie Sandhausen auch, ein, zwei gute Chancen gehabt. Unsere Held Konstantin Heide überragend kurz vor der Halbzeit. Und ich glaube, dass es dann schon so ist mit dem 0-0, dass es verdient in die Halbzeit geht. Aber zweite Halbzeit denke ich schon, dass wir dem Tor einfach ein Stückchen näher dran waren. Aber jetzt von Sandhausen dann auch keine Chance mehr oder keinen Abschluss aufs Tor mehr im Kopf. Wir haben mit Kügeln einen Pfostentreffer, wir haben ein 1-0, das wir erzielen, was zurückgepfiffen wird. Aber unterm Strich bin ich auch dabei, dass das Spiel unentschieden ausgehen darf. Vielleicht schaffen wir es irgendwann, dass wir so diese 50-50-Spiele dann auch auf unsere Seite ziehen, weil ich finde, dass die Mannschaft heute eine gute Leistung gebracht hat gegen einen guten Gegner. Wahnsinnig schwer zu bespielen, Sandhausen, sowohl mit Ball als auch gegen den Ball. Und ich finde echt, das, was gut gemacht haben, mussten auf Schwabel verzichten, mussten auf Ihorst verzichten, haben wieder 3-4 junge Spieler in der Startelf gehabt. Also von dem her Kompliment an die Mannschaft. Vorneweg, bevor die Fragen kommen, was meine rote Karte anbelangt, möchte ich mich ehrlicherweise gar nicht dazu äußern, weil man, glaube ich, in den TV-Bildern klar erkennt, was passiert oder was nicht passiert ist. Dementsprechend hoffe ich da auch, dass das Sportgericht das ähnlich sieht. Muss mich trotzdem in aller Form entschuldigen, eine gelbe Karte bekommen, eine rote Karte bekommen. Wenn man sich am Dienstag so äußert gegenüber den Schiedsrichtern, dann darf einem das nicht passieren. War jetzt, glaube ich, mein irgendwie Anfang 40. Spiel im Profibereich. Bin einfach auch noch junger Trainer in dem Geschäft. Tut mir die Entgleisungen, tut mir leid und damit möchte ich es dann für heute auch belassen haben, bitte. Gibt es Fragen an den Trainer? Heute mal wieder, sag ich mal, taktisch ein bisschen anders als in Rostock oder auf den Positionen ein bisschen anders gespielt. Das heißt, den hat es den Unterschied gemacht, ein besseres Spiel zu zeigen, als jetzt auswärts in Rostock. Die Informationen, die auch schon teilweise so gut funktioniert. Ja. Wir mussten natürlich Luke Ihorst ersetzen. Damit war für uns klar, dass Lenner Stremski auf die Doppelspitze mit Julian Kügel geht und dann war eine Position frei auf dem Flügel. Nachdem wir mit Basti Meier einen Spieler haben, der sowohl als auch auf den Positionen spielen kann, haben wir uns für Basti entschieden. Dadurch ist eine Position auf der 6 frei geworden. Da haben wir uns heute für den jungen Viktor Zentrich entschieden, der seine Sache sehr, sehr gut gemacht hat, für das er jetzt seit langem mal wieder von Beginn an ran durfte. Max Lambi ist für Hennig auf die linke Außenverteidigerposition gerutscht. Das war vor der englischen Woche schon klar. Und Nils Ortel, Gott sei Dank, dann auch rechtzeitig noch fit geworden, um hinten rechts zu verteidigen. Also wir sind in der Breite schon so auch aufgestellt, dass wir kompensieren können.
aber allzu viel sollte und darf jetzt dann nicht mehr passieren. Es reicht. Weitere Fragen? Nein? Ja? Nein? Okay. Dann wünsche ich unseren Gästen aus Sandhausen eine gute Heimfahrt, schönen Abend und bis nächste Woche Donnerstag zur nächsten Pressekonferenz. Danke, schönen Abend.